Der Salzburger Landtag lehnt eine Wasserprivatisierung strikt ab. In einem Brief an alle EU-Abgeordneten Österreichs fordert er, die Konzessionsrichtlinie abzulehnen. Ottmar Karas von der ÖVP sagte schon mehrmals, es geht hier nur um Panikmache. Wie berechtigt ist die Sorge um die Wasserversorgung nun wirklich? Es ist absolut berechtigt und ich gehöre ja zu den allerersten, die davor gewarnt haben. Das war immer schon mein Thema. Ich bin ja 2 Jahre lang Landesrat für Wasserrecht in Niederösterreich gewesen. Ich weiß daher, worum es geht. Die Gefahr besteht darin, dass mit der Ausschreibung der Versorgungseinrichtungen an private Anbieter, diese privaten Anbieter auch in den Bereich der Quellermächtigungen kommen, das heißt in den Bereich des wasserrechtlichen wasserrechtlich bewilligten Anlagen kommen, da gehört in der Regel auch die Quelle dazu und damit natürlich dann Geschäfte machen wollen. Oder? Was wird der Private investieren, wenn er nicht ein Geschäft daraus machen will? Das ist ja legitim. Es ist nicht legitim, es zuzulassen. Und darum geht es jetzt, dass man versucht, durch eine Verfassungsbestimmung im Wasserrechtsgesetz sicherzustellen, dass in Österreich jedenfalls Bürgermeister, die versuchen, über eine Privatisierung ihrer Wasserversorgung und auch der Abwasserversorgung, das gehört ja immer auch dazu, ihre überschuldeten Kommunalhaushalte zu entschulden. Und da muss man einen Riegel vorschieben. Das ist entweder möglich, indem man diese Richtlinie ablehnt, so wie das der Salzburger Landtag jetzt verlangt. Dazu sage ich, spät kommt er drauf, aber er kommt wenigstens drauf, kurz vor den Wahlen noch. Man soll ja nicht übersehen, dass Salzburger ja in wenigen Wochen gewählt wird. Das ist die eine Möglichkeit, man lehnt die Richtlinie als solche ab. Oder man sagt, mit der Richtlinie müssen wir eine verfassungsrechtliche Barriere im Wasserrechtsgesetz einziehen. Beides ist möglich, beides ist logistisch zulässig und beides wäre zu empfehlen. Mir ist das die eine Lösung wie die andere recht. Sichergestellt werden muss nur, dass kein wahnsinniger Bürgermeister, der versucht, seinen Gemeindehaushalt zu sanieren, auf Kosten der Wasserversorgungssicherheit, dass man dem nicht diese Möglichkeit dazu gibt.